Ja. Klar, Baulandunfall, sagt ja auch Biedermeier. Das goldene Lenkrad für Vollidioten oder sowas in der Richtung. Ach, ist auch egal. Nicht auf die Stadttour, da wollen wir nicht hin. Da bin jetzt einer gestanden, wenn es im Schlag getan. Bei Tempo 90 auf stehendes Fahrzeug, das hätte ein Schlag getan. Dranzenlok fährt vor mir. Dranzlok. Dranzlok. Die fahren die Eisplatten runter. Hoppala. Alter Schwede, ey. Zum Glück sind sie hinten runtergefallen, während man mir die Windschutzscheibe. Das wäre jetzt nicht so toll gewesen. Passiert. Bodenwelle. Drei Stück, um es genau zu sagen. Au. Jetzt anscheinend ein Jones, wenn ihr das die Playlist noch einmal abzurufen, dann geht auf unsere Website blankenjones.com oder werdet unsere Freunde auf Facebook. Das ist ganz einfach facebook.com/blankenjones. Tretet mit uns in Kontakt, schickt uns eine kurze Mail, wie ihr die Show findet, beziehungsweise wenn ihr die Tracklist wollt, auf unserer Website stellen wir immer alles für euch zur Verfügung. Gerade eben, das kann ich auch kurz erwähnen, das war Yusef mit Bang. Und weiter geht's jetzt mit Stefano Noperini von Festite. Das ist die neue Autobahn, die neue Spur, die neue Fahrbahndecke. Aber auch schon doch gekauft. Das ist kalt, das ist kalt. Fahrbahndecke, das ist gerade kalt. Ganz ehrlich. Machen wir die einzige an, das ist kalt. Oh, da liegt ein Eisblatt. Der wirbelt hier ganz schön Schnee auf. Sagt lieber, du bist weg. Thank you.
Das ist eine Entscheidung gewesen. Oder hängt bei mir irgendwas runter, was irgendwie... Nee, hängt mir doch nichts. Sauber gemacht, mal schön putzen, mal schön saugen, ein bisschen schön machen. Vielleicht noch einen Teppich reinlegen, mal schauen, wie wir das machen. Rosa Plüsch, was haben wir drüber? Ja, das passt.
Mannschaft. Wo ist der Burg? Kino kann nicht haben, du sagst, du denkst ja, Darmstadt. Behalte dein Kinokarten für dich. Abschlossen. Ich wohne übrigens nicht in Mannheim. Mein LKW kommt aus Berlin, zum Beispiel. Leasingfahrzeug. Oh, Dildo King, ich krieg doch die Krise heute. Was mit dir, Vogel? Fahr mal zum Lichter, es ist ja fürchterlich, ey. Polnischer Fahrer. Hoppala, was war das jetzt gerade?